So, na dann herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind gerade in der Stadt der Ghule, haben einen Auftrag angenommen, drei Leute zu töten. Ich glaube, es waren vier Leute, die vordergründig was gegen Ghule hatten. Well, Die look who's muss man uns back. mal unterhalten. What can I do you for, smooth skin? Genau, ich lade nebenbei noch zwei andere Spiele runter. Das ist jetzt anscheinend fertig. Ach genau, und wir haben zwei Audio-Files gefunden und damit war eine Quest verknüpft. Und zwar ein Androide läuft hier anscheinend irgendwo rum und ersucht um Hilfe. Jetzt können wir ihn fragen, ob er was von dem darüber weiß. Rumors about facial surgery and reprogramming its memory. That's ancient gossip by now. Forget about it, smooth skin. Okay, gab's wohl mal, aber gibt's nicht mehr. Let me know if you have any Okay, of mit that dem haben wir scrap doch schon metal mal to sell. geredet. Ich war mir nicht ganz sicher. Muss ich mir das mal merken? Winthrop, okay. So, war hier sonst noch was? Outfitters, hier waren, glaube ich, noch gar nicht drin. Welcome to Underworld Outfitters. It's been so long since I had a customer. So. Ach so, was Doofes. Aber jetzt scheint alles zu gehen. Okay. Na gut, dann fragen wir die jetzt mal. Ich nehme mal an, das sieht ja so aus, als ob die halt einfach nur die Person ist, wo wir vielleicht ein bisschen Munition kaufen können, wo wir unser Zeug reparieren können. Und wir fragen mal über die anderen die aus. Crowley ist der Typ, von dem wir den Auftrag haben, da mehrere Leute umzubringen. I'm not going to rat on a customer unless you know. Ah, wir können sie bestechen mit 20 Caps. Ooh, a big spender. Well, it's better than nothing. Crowley has been outfitting himself for some big expedition. He's up to something, but he isn't saying what. What do you do with the money you make down here? Well, we spend it at Carol's or the Ninth Circle. But I don't like it there. The rest we give to Quinn to trade for stuff we need whenever he goes out. Also im Grunde das, was jeder mit seinem Geld macht. Do you know anything about Underworld? Well, yeah, there's a lot of old pamphlets and stuff down here. I've pretty much read it all. Jetzt scheint es irgendwie zu laggen. Ach, heute, jetzt ist aber auch irgendwie der Wurm drin. Hoffentlich geht es jetzt nicht den ganzen Abend so. Naja, jetzt scheint es irgendwie wieder zu gehen. What was this place before the ghouls moved in? It used to be part of the Museum of History. The exhibit that used to be here was focused on what happens after death. Hell and whatnot. A lot of it was focused on this old book called Paradise Lost. It's about a guy who goes to hell. Pretty interesting stuff. I found a big box of copies of the book in one of the back rooms. Here, take one. Ah. Nobody around here wants them. Paradise Lost, okay. How did all of the ghouls end up here? At first it was just a couple people after the war. This was one of the only places that wasn't falling down or on fire after the bombs fell. I think that Carol is actually one of the few that were here then. But over the years, word got around. There had been ghouls living in little pockets all around. Not really so much anymore. Most of them either went feral or ended up here. I'm sure there are still a few out there. But anyone with any sense is in Underworld. Ja, wahrscheinlich.
Isn't it dangerous being this deep into the city? Not really. The super mutants leave us alone. I guess whatever they do that turns people like them doesn't work on us. The Brotherhood of Steel will fire on us if we're out in the open, but they don't bother us down here. We've had some raiders and slavers poke their heads in, but we've got Charon and Cerberus and everyone else to take care of them. Ja, die können sich schon wehren hier drin. I guess when it comes down to it, being this far out of everyone's way is a good deal for us. Auf jeden Fall. Come back anytime. It's kinda lonely down here. Ja, das verstehe ich gut. Dann gucken wir mal, was sie zu verkaufen hat, weil wir Munition zum Beispiel können wir immer gebrauchen. Okay, also sie hat Waffen, aber nichts, was wir gerade brauchen, glaube ich. Ausrüstung. Stimpaks können wir immer gebrauchen. Schematics Railway Rifle. Das hätte ich, glaube ich, doch ganz gerne. Und die ganze Munition. Wir haben nicht so viel Geld, aber wir haben, glaube ich, noch was zu verkaufen. Von daher gucken wir gleich mal, ob das passt. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen von dem Zeug wieder hergeben. Oh Gott, hat sie viel Munition zu verkaufen. Ja, ich glaube, so viel haben wir nicht. Ich glaube, die Sachen, die wir nicht direkt brauchen, die gebe ich jetzt erstmal eher direkt wieder. Dazu gehört das, dazu gehört das, dazu gehört das und das hier. Ja. Habe ich denn wirklich noch was zu verkaufen? Nicht wirklich, wir haben alles schon verkauft. Ja, okay, nee, dann müssen wir das später machen mit dem Schematics Railway Rifle, weil das wäre zwar nice to have, aber mir ist die Munition echt wichtiger. Und die Stimpaks. Another satisfied customer. Alles klar. Come back soon, please. So, ja, und viel mehr gibt's hier nicht. Mit Patchwork haben wir schon gequatscht. Extreme Measures, Note haben wir gefunden. The androids decided on extreme measures. He knows all the techniques of the retrieval trade and is afraid facial reconstruction isn't enough. He wants his memories erased and replaced with new ones. I don't know how that's gonna work. Start asking around for trustworthy tech heads. We need to find something called a circuit neuralizer and a person who knows how to use one. Also, we have a lipoplasticator and microdermographtalyzer. Now we need to find a doctor able and willing to perform the facial reconstruction. We need to hurry. They've come very close to discovering the railroad. Facial reconstruction. Na dann, Prost. Genau, das ist jetzt erstmal unsere Hauptquest, würde ich sagen. Und zwar diese Ranger. Da ist ja die eine jetzt hier gerade aus dem Koma geweckt worden. Und deren Truppe wurde irgendwie angegriffen und wir sollen denen helfen. Ich wollte eigentlich noch gucken, ich soll noch für eine andere Gruppe. Guck mal gerade, welche ich aktiviert habe. Genau, sollte ich einen Lincoln-Artefakt aus dem Museum holen. Und wir sind gerade in dem Museum, von daher glaube ich, nehme ich das noch schnell mit. Und dann versuchen wir den Rangern zu helfen. Ach du Scheiße, hier sind schon wieder irgendwelche Zombies. Zombie, Zombie. Okay, die beschießen sich hier anscheinend auch gegenseitig gerade.
Hä, okay. Der Questmarker sagt mich, ich soll wieder rausgehen? Moment. Bin ich falsch gelaufen? Nee, Questmarker sagt mir hier drin. Das verstehe ich nicht. Also sonst gucke ich mich jetzt hier erstmal um und guck mal, ob ich was finde. Ja, Questmarker sagt wieder raus. Wir gucken uns hier mal um. Oh Mann, ich hab schon Licht an, das ist so dunkel. Ich dann immer nochmal auf den Lichtschalter, aber ich denke, wird heller. Aber nein, es wird nur dunkler. So. Ach Gott. Auf mich so zu erschrecken. Wir müssen gleich mal gucken, wer da noch so ballert. Vielleicht ist es ja jemand Nettes? Ja, Forza ist auch runtergeladen. Da freue ich mich voll drauf. Machen wir hier mal den Safe auf. Ach komm. Es macht einen ja wahnsinnig, dass sie hier die ganze Zeit hinter einem rumrennen. Aber die sind nicht hinter mir her, sondern hinter dem Typen, der da oben ballert. Bisschen sauberes Wasser und noch ein Stimpack. All I do is stim, 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 no matter what. Gibt's hier? Okay, ist irgendwie nur kaputt. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, eine Etage erst fertig zu machen, bis man auf eine andere wechselt. Und daher gucken wir uns jetzt hier erstmal um. Was findet man im Müll? Natürlich Geld. Wir alle kennen das. Wohin mit dem ganzen Geld? Ab in den Mülleimer. Irgendwas Spannendes im Kühlschrank. Ach, warum nicht? Das mal mitnehmen. Ich glaube, jetzt hat ihn nicht jemand gehört. Ja. Caution. Und noch ein Licht aus dem Ofen nehmen. Hier noch eine Cola drin. Allerdings. Noch ein Whisky. Sugar Bombs. Guter Name für Cornflakes. Ehrlicher Name für Cornflakes.
Oh. Pow! Surprise, motherfucker! Ja, und auf einmal haben wir gemerkt, dass wir gar nicht so extrem viel Geld haben. Aber dann doch mal irgendwie ein bisschen mehr bezahlen müssen, dann ist es auf einmal doch schon alle. Oh Mann, ich höre sie doch hier durch die Gegend stopfen. Ja, ich sehe sie aber nicht. Das Gewehr ist aber ganz geil, muss ich ja sagen. Na gut, ich glaube, dann sind wir hier fertig. Dann geht's jetzt nach oben. Bei Quatsch, da hinten waren wir ja noch nicht. Doch, wir sind jetzt hier eigentlich einmal rum, ne? Ach doch, hier ist noch was. Zigaretten nehmen wir wie immer mit. Wollen wir mal gucken, ob irgendwas in den Toiletten ist. Manchmal liegt da irgendwas drin. Zum Beispiel irgendwelche Spritzen und das kann sehr wertvoll sein, das Zeug. Wer liegt denn hier? Wastelander. Wasted! Na gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Ach Gott, ey. Mann, Flieger, aus dem Weg. Oh Gott, ich bin fast tot. Schieß nochmal! Muss mich mal dringend heilen. Wir haben die ganze Zeit nicht gespeichert. Kann man das irgendwie lesen? Achso, Paradise Lost gibt einem einfach nur plus 1 Speed. Okay. Das war irgendwie knapper, als ich gehofft hatte. Ich muss mal eben auf mein Handy schauen. Okay. Turret Control System, sehr gut. Oh Mann, da brauche ich jetzt wieder so lange für. Ding. 4 von 9. Depending. Drei gleiche. Advertise. Zwei. Defeating. Vier. Und oben. Ein. Ach, sehr gut.
Also bin ich rausgegangen, ich wollte ja da auch was einstellen. Reconfigure Targeting Parameters. Ach so, jetzt könnte ich sie auch ausmachen. Das ist die Frage, ob wir sie lieber ausmachen. Oder sagen soll, ich hab alles schießen. Da scheinen keine weiteren Gegner drin zu sein. Dann mach ich's lieber aus. Toll, jetzt habe ich das zugemacht, weil ich Secure Exhibit eingestellt habe. Also Ausstellung sichern. Wir suchen weiterhin nach einem Lincoln-Artefakt. Auch wenn es aus einem beschissenen Grund ist. Und zwar hat der eine wohl hier Sklaven. Und der will diese ganzen Sachen vernichten, damit die Sklaven nicht eventuell auf dumme Gedanken kommen. Die Harmonika lassen wir mal da. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir mit dem Artefakt was anderes. Vielleicht zeigen wir es einfach den Sklaven. Wie geht's hier immer weiter, aber? Die Frage ist so ein bisschen, finden wir jetzt hier wirklich was Sinnvolles oder sind wir völlig auf dem falschen Dampfer? Ist natürlich eigentlich auch unklug mit, wenn das Licht an ist, hier die ganze Zeit rumzuschleichen, weil die Chance dann natürlich sehr hoch ist, dass sie einen frühzeitig sehen. Andererseits will ich aber auch was sehen. Fliege! Zombie! Ich muss mich hier gegen unterschiedliche Sachen erwehren. Hier scheint aber überall nichts zu sein, außer irgendwie viele Skelette. Und da ist wahrscheinlich irgendwo noch so ein Geschützturm, der an ist. Was für ein riesen Satz hat der denn bitte gemacht, um mich zu schlagen? Speichern mal.
Warum steht noch hinten? Auf mich sollten ja nicht zulaufen. Okay, vielleicht weil sie die Tür gehört haben? Das sah gerade creepy aus. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Cola nehmen wir mit. Ich Cola liegen lassen würde.